Wir sind schon wieder drauf. Wir haben jetzt 8.02 Uhr und Dennis Jäger, Chefredakteur vom Baufachmagazin, begrüßt Sie jetzt zur letzten und fünften Tech-Show. Und es geht um das Thema Factoring. Was dahinter steckt, das hören Sie jetzt selber. Sein Experte ist Alexander Ries von der TEBA Kreditbank. Und ich sage viel Spaß. Die nächsten 60 Minuten gehören euch. Dankeschön. Vielen Dank und eine gute Erholungsphase. Merci. Alexander. Fangen wir mal ganz vorne an. TEBA Kreditbank. Wen muss ich dahinter erwarten? Ja, also die TEBA Kreditbank, ich habe eine kleine Präsentation mit dabei, Dennis. Wir sind 1972 gegründet worden als Tochterunternehmen der VR Bank. VR Bank als Partner für den Mittelstand gibt uns natürlich auch Vertrauen. Zwei Geschäftsführer, den Herrn Dr. Leis, die Frau Fleischmann, mehr als 170 Mitarbeiter. Und unser Hauptthema ist Factoring. Das machen wir seit 20 Jahren. Wir kaufen Rechnungen an. Factoring, genau, das klingt jetzt erstmal ein bisschen mystisch. Was genau bedeutet der Begriff? Gute Frage. Ich habe mir mal, das muss ich jetzt ablesen, weil ich habe das aus Wikipedia rauskopiert. Also ich habe auch die Quelle angegeben, ja. Ich klaue hier nichts. Factoring, lateinisch Factura, ist ein Anglizismus für die gewerbliche revolvierende Übertragung von Forderungen. Ich hoffe, sind noch alle dabei. Eines Unternehmens, Lieferant, Kreditor, gegen ein oder mehrere Forderungen, Schuldner, Debitor, vor Fälligkeit. Naja, ich erspare den Rest, kann man ja lesen. Kurz ausgedrückt, heute Rechnung, morgen Geld. Also das verstehe ich als Handwerksunternehmer sofort. Prima. Es ist aber nicht nur heute Rechnung, morgen Geld. Es ist auch ein Baustein auf dem Weg zum papierlosen Büro. Absolut, genau. Also die Rechnungsübermittlung läuft natürlich über digitale Wege. Also wie uns die Rechnungen übermittelt werden, die wir dann ankaufen, überlassen wir dem Unternehmer. Wir sind immer kundenorientiert, so wie er es möchte, kann es uns geben. Was für Beispiele gibt es da? Also er könnte uns die Rechnung einmal per E-Mail schicken, er kann uns einen PDF-Anhang schicken und wir haben natürlich auch ein Portal, ein Online-Portal, wo er die Rechnungen einfach hochladen kann. Mhm. Können wir da einfach mal ein Beispiel durchsprechen? Ich wäre jetzt der Handwerksunternehmer, ja. Würde mich für Factoring interessieren. Gerne. So, ich habe immerhin schon einen ISDN-Anschluss. Genau. Und bin auch gewillt, meine Rechnung abzutreten. Was muss ich tun? Wie geht das vor? Genau, also ich habe ein kleines Bild mit dabei. Also erstmal erbringt man, ganz wichtig beim Factoring ist, man muss seine Leistung erbracht haben. Also erst wenn das Ding durch ist, kann ich eine Rechnung schreiben. Bitte nicht vorher. Dann würde der Unternehmer die Rechnung schreiben, gerne digital, und schickt uns die Rechnung. Also er schickt sie einmal an seinen Kunden natürlich, der muss ja wissen, dass er eine Rechnung kriegt, und schickt uns die Rechnung. Und wir kriegen nur eine Kopie. Und wir prüfen die Rechnung und wir überweisen am selben Tag noch das Geld auf das Konto des Unternehmers. Mhm. Und der Unternehmer ist damit bezahlt, kann seine Löhne bezahlen, kann sein Material einkaufen. Und wir kümmern uns dann um das weitere Vorgehen. Und wenn der Kunde rechtzeitig bezahlt, dann merkt er auch nichts davon, weil wir die Factoring-Form, die wir anbieten, nennt sich stilles Factoring. Mhm. Viele Handwerker sagen immer, wenn ich Factoring anbiete, dann kriegen die anderen Angst, dann denken die, mir geht's nicht gut oder so. Eigentlich ist genau das Gegenteil der Fall. Also ich glaube, alle Ärzte machen Factoring und denen geht's allen irgendwie, habe ich immer den Eindruck, ganz gut. Ja, mag sein. Also das, zumindest sieht es danach aus. Ja. Es sieht danach aus, genau. Das heißt, wenn es gehen zwei Rechnungen an dem Verbraucher, also meinem Kunden, zu. Es geht ihm eine Rechnung zu und wir kriegen bloß eine Kopie. Und der Verbraucher, also der Rechnungsempfänger, sieht nur unten eine Bankverbindung von der TEBA. Ja. Auf die bezahlt er dann. Es steht nicht drauf, dass die Rechnung abgetreten ist. Das ist ganz wichtig, dass dieses stille Factoring, dass der Unternehmer eben nicht den Eindruck hat, da ist jetzt irgendein Finanzdienstleister mit dabei. Sondern das ist ganz normal die Rechnung seines Unternehmers oder seines Lieferanten und die bezahlt er dann eben. Die Zahlung geht auf unser Konto und wir überweisen am selben Tag, also wir überweisen am Tag des Ankaufs das Geld auf das Konto des Unternehmers und warten dann auf den Zahlungseingang. Also der Unternehmer muss nicht mehr warten. Was brauche ich da als Handwerksunternehmer für Voraussetzungen im Betrieb? Ein Rechner, das ist klar? Genau, ich brauche einen Rechner, ich brauche eine erbrachte Leistung. Ich brauche eine Bankverbindung, weil irgendwohin müssen wir überweisen, aber das hat er sowieso. Ja, und ansonsten braucht er eigentlich nichts. Also keine spezielle Software? Nein. Keine Oberflächen, auf denen ich mich tummeln muss? Überhaupt nicht. Und wir richten uns wirklich nach der Umgebung des Unternehmers, so wie er aufgestellt ist. Also es gibt sogar Unternehmer, die schicken uns die Rechnung auch noch als Papier
Version. Mhm. Also richtig so im Kuvert und sagen, bitte versendet die weiter. Mhm. Machen wir auch. Wie sieht das aus mit der Dokumentation, auch fürs Finanzamt? Genau. Wie funktioniert das? Er kriegt von uns eine Ankaufsliste, nennt sich das, und eine Abrechnung. Mhm. Und da steht eben drauf, folgende Rechnungen haben wir angekauft. Dann steht darunter auch der Abzug der Gebühr. Und diese Gebühr kann er dann in seinen Kosten des Finanzwesens wieder beim Finanzamt geltend machen. Und diese Aufstellung bekomme ich auch schon papierlos? Genau, die bekommt er, also er könnte sie von uns sogar als Papierversion kriegen. Ich glaube, wir machen alles. Ja. Aber normalerweise kriegt er das papierlos, ja. Gut. Das heißt, wenn wir das mal kurz von vorne bis hinten durchexerzieren, ich schreibe eine Rechnung, schicke Ihnen die als PDF. Genau. PDF, der Kunde kriegt sie auch, wenn nach Möglichkeit ebenfalls, schon als PDF-Variante, wenn er wie das möchte. Wie er möchte, genau. Ja. Sie überweisen anschließend das Geld zurück an meinen Handwerksbetrieb und holen sich dann das Geld beim Kunden, um es mal so ganz salopp zu formulieren. Ganz genau. Was passiert, wenn der Kunde Gewährleistungsansprüche geltend macht? Genau, wenn der sagt, irgendwas passt nicht, dann sprechen wir immer zuerst mit unserem Unternehmer, ganz wichtig. Also entweder meldet er sich beim Unternehmer, dann muss uns der Unternehmer natürlich Bescheid geben und sagen, ah, da ist was passiert, da gibt es einen Abzug, dann klären wir es mit dem Unternehmer, kein Problem. Kann aber auch sein, dass der einfach die Rechnung kürzt, der zieht irgendwas ab. Dann würden wir das ja merken, dass zu wenig Geld kommt und würden den Unternehmer ansprechen und würden sagen, Mensch, da ist was, da ist eine Rechnung gekürzt worden, passt es für dich oder will der Kunde da irgendwie ein Spiel mit dir treiben? Mhm. Und der Unternehmer sagt dann entweder, nee, ist richtig, habe ich was falsch aufgeschrieben, habe ich geklärt mit dem, bitte Rechnungskürzung akzeptieren, dann akzeptieren wir das und holen es uns mit der nächsten Rechnung wieder zurück von ihm. Also wir kürzen dann die nächste sozusagen. Wenn der sagt, nee, ist alles in Ordnung, ich habe meine Leistung erbracht, dann würden wir sogar in den Streit gehen mit dem Debitoren und würden diese Rechnung für ihn durchstreiten. Denn das Besondere ist beim echten Factoring, das ist das, was wir machen, dass man das sogenannte Del Credere übernimmt. Del Credere heißt Ausfallhaftung. Also wenn der am Schluss nicht zahlen kann, könnte ja sein, dann übernehmen wir auch diesen Ausfall. Das heißt, da ist ein Stück weit auch eine Art Rechtsschutzversicherung mit drin? Absolut, genau, wenn man das so will, genau. Ja, genau. Jetzt haben Sie eben den Begriff stilles Factoring benutzt und echtes Factoring. Mhm. Was genau hat es denn damit auf sich? Genau, also die Factoring-Form, da muss ich mal gucken, ob das hier als, kommt als nächstes, genau. Echtes Factoring, unechtes, offenes und stilles Factoring. Mhm. Also es gibt ganz viel, wie man das alles unterscheiden kann. Und ich muss auch noch sagen, also Factoring, der Begriff, viele kennen den ja da nicht. Wir haben das vorhin auch, oder ich erlebe es auf Messen oft, ich sage, dann kennen Sie Factoring. Und dann sagt er, ja, ich fakturiere ja. Sag ich, ja, das ist gut. Teil 1 erreicht. Also, ich mache es ganz kurz, man kann da jetzt eine Doktorarbeit draus machen, machen wir nicht. Echtes Factoring, unechtes Factoring. Also echtes Factoring bedeutet, man übernimmt die Ausfallhaftung. Der Unternehmer, wenn ein Ausfall da ist, jemand zahlt die Rechnung, ich kann nicht zahlen, übernehmen wir. Beim unechten Factoring wäre das nicht dabei. Also das echte Factoring ist das Bessere. Unechtes eben ohne dieses, ich lasse den Text einfach mal weg. Stilles Factoring bedeutet, der Unternehmer, der Rechnungsempfänger erfährt eben nicht, dass die Rechnung abgetreten wurde. Und das ist das, was uns die Handwerker immer wieder sagen. Mhm. Eben, wie eingangs gesagt, ich will nicht, dass der das erfährt, sonst glaubt der vielleicht, mir geht's nicht gut. Mhm. Was im Übrigen in der Tat eben nicht stimmt. Und beim offenen Factoring, was wir auch könnten, da würde eben unten so ein Abtretungsvermerk draufstehen. Das kennt man eben vom Zahnarzt. Da steht dann drauf, Sie zahlen mit schuldbefreiender Wirkung an. Ja, es gibt die Deutsche Ärztebank. Ja, genau. Ganz genau. Die machen das und viele, viele andere. Aber immer, wenn man diesen Abtretungsvermerk draufstehen hat, dann ist es offenes Factoring. Es gibt auch Unternehmen, die sagen, ihr dürft nicht abtreten. Es ist rechtlich nicht zulässig, also nach deutschem Recht kann man das nicht durchsetzen, aber der Auftraggeber schafft natürlich an, also wenn ein großes Unternehmen sagt, ich will nicht, dass du meine Rechnungen abtrittst, dann, wenn dieser Abtretungsvermerk draufsteht, dann sind die schon mal ein bisschen verstimmt. Mhm. Und bei uns ist es entspannt, es steht kein Abtretungsvermerk drauf, insofern kommt es zu keiner Irritation. Das heißt, wenn Sie den Ausfall einer Forderung übernehmen, entstehen ja Mehrkosten für Sie. Genau. Was kostet denn dann Factoring an sich einen Handwerksbetrieb? Genau, wir sagen immer, das ist eine Gebühr im Skonto-Bereich. Das kommt hängt ab vom Umsatz des Unternehmers und es hängt ab von seiner Bonität, die wir prüfen. Wir sagen, über den Daumen, Standard, sind um die 3,5%. Jetzt gibt es aber Unternehmen, die sind entsprechend größer, sind gut aufgestellt, haben eine gute Bonität, dann kann man auch über niedrigere Abschläge reden. Aber sagen wir mal so über den Daumen 3,5%. Wichtig, All-Inclusive-Gebühr bei uns. Also wenn man vergleicht, dann kennt man oft,
Ja, wir nehmen, ich mache jetzt irgendein Beispiel, wir nehmen 1,5%. Ah, klingt ja günstig. Ja, aber da kommt dann noch ein Zins dazu. Ah, und wie viel kostet es dann? Ja, das muss man sich selbst ausrechnen. Mhm. Ah ja. Und wenn ich eine Liste brauche, ja, die müsst ihr auch bezahlen. Ja, und wenn ich eine Bonitätsanfrage will, die müsst ihr auch bezahlen. Ich sage, 3,5%, da ist alles drin. Es gibt keine versteckten Kosten, es gibt keine Rechnerei mit irgendwelchen Zinsen. Und ich finde es einfach sehr praktisch, weil ich will ja auch wissen, was kostet mich irgendwas, wenn ich irgendwas kaufe. So wie im Supermarkt, da steht ein Preisschild und da ist nicht eine Rechenformel, wo ich dann noch gucken muss mit dem Taschenrechner, was ich dann am Schluss wirklich bezahlen muss. Okay. Deswegen All-Inclusive-Gebühr um die 3,5%. Mhm. Was für einen Service beinhaltet denn die Teva noch? Genau. Jetzt muss man mal schauen. Genau, Factoring. Ich klicke mal weiter, die drei Funktionen. Genau. Finanzierungsfunktion, Delcredere und Servicefunktion. Delcredere haben wir uns ja schon drüber unterhalten, das ist eben der Ausfallschutz. Die Finanzierungsfunktion, also im Grunde genommen ganz verkürzt, heute Rechnung, morgen Geld. Mhm. Finanzierungsfunktion ist natürlich schön für den Unternehmer. Ich höre dann immer von Unternehmern, die sagen, ja, Geld ist bei mir kein Problem. Das Problem ist nur, es ist bei meinen Kunden. Also ich habe es nicht. Und ich muss Löhne bezahlen, ich muss mein Finanzamt bezahlen, ich muss die Krankenkasse bezahlen. Und man sagt ja auch, Liquidität geht vor Rentabilität. Mhm. Das hat mir mal jemand bei der Kammer erklärt, weil er gesagt hat, wenn du keine Rentabilität hast, überlebst es. Wenn du keine Liquidität hast, dann Insolvenz. Ja. Also insofern Finanzierung ganz wichtig, er muss nicht mehr auf sein Geld warten, er hat das Geld am nächsten Tag, er kann planen damit, er kann Material einkaufen, er kann Skonto ziehen. Auf diesen Punkt, er hat das Geld am nächsten Tag, möchte ich mal kurz eingehen. Ja. Die Banken sind ja jetzt dran, das Thema Echtzeitüberweisung zu forcieren. Ja. So. Inwieweit spielen Sie denn damit rein? Weil das ist ja erst durch die Digitalisierung überhaupt möglich geworden, dass man von jetzt auf gleich quasi Geldbeträge hin und her bewegen kann. Genau. Also wird es in Zukunft vielleicht möglich sein, ich schicke der Teva meine Rechnung und eine halbe Stunde später ist alles rückwärts abgewickelt? Das wird sicherlich, also dahin geht der Trend, das werden wir auch irgendwann umsetzen können, dass er sozusagen über sein Geld verfügen kann, wie er das möchte, dass er vielleicht irgendwann auch ein Konto hat, wo er sagt, ich hole mir das Geld jetzt, ich hole mir jetzt diese 1.000 oder 10.000 Euro oder was. Momentan ist es eben in der Tat noch so, dass wir es wirklich überweisen. Aber wir sind dabei sehr schnell, weil wir eben am heutigen Tag die Rechnung ankaufen und der hat morgen sein Geld. Und gegenüber einer Wartezeit von ungewiss, wie er es bisher hatte, ist es ja schon mal ein Riesenvorteil. Aber der Trend geht dahin, absolut. Mhm. Ja. Muss ich mich dafür irgendwie drauf vorbereiten? Auch nicht, ne? Nee, als Unternehmer nicht. Wir haben da eine ganze Ecke Arbeit zu tun, um diesen Echtzeitzahlungsverkehr darzustellen, aber der Unternehmer nicht. Was glauben Sie, wann wird der flächendeckend kommen? Ich meine, Sie hängen ja nur an der Volks- und Raiffeisenbank mit dran. Absolut, ja. Wenn es einer weiß, dann Sie heute. Ja, und ich weiß es leider nicht. Okay, gut. Ich weiß es nicht, es tut mir leid. Also muss ich passen bei der Frage. Es gibt, glaube ich, sogar Fristen gemäß irgendwelcher gesetzlicher Anforderungen, aber ich habe mich damit nicht so richtig beschäftigt bisher. Aber Sie wissen, wenn das Geld nicht schnell kommt, was Sie dann tun müssen. Genau, dann müssen wir mahnen. Also andersrum, wir mahnen natürlich nicht, heute Rechnung, morgen Geld. Ich klicke mal weiter, Bilanzverkürzung, naja, alles ganz nett. Delcredere lasse ich auch mal weg. Da können wir nachher noch drüber reden. Ja. Also wenn das Geld nicht kommt, was machen wir? Was wir nie tun würden, wir würden nie eine Mahnung rausschicken. Mhm. Da sagt der Unternehmer, seid ihr wahnsinnig. Mhm. Einfach eine Mahnung rausschicken, ohne mit mir zu reden. Also wir reden immer erst mit unserem Partner, der Handwerker. Wir rufen den an, beziehungsweise schicken ihm eine Mail oder wie auch immer. Digital, er kriegt eine Mail. Mhm. Hier ist eine Rechnung nicht bezahlt worden. Was sollen wir tun? Dann kann der Handwerker eben sagen, da kümmere ich mich selber lieber drum. Ich will nicht, dass der was erfährt. Ich rede mal mit dem, dann stellen wir die Mahnung zurück. Oder aber er sagt, ich habe alles gemacht, feuerfrei, bitte mahnt. Ich kenne Unternehmer, die sagen, das ist herrlich, ich muss nicht mehr selber mahnen. Mhm. Und wenn dann jemand sich bei mir beschwert, sage ich, du, wenn du die Rechnung nicht bezahlt hast, bitte wende dich an die Teva, ich bin raus aus dem Spiel. Und freut sich natürlich, dass er diese unangenehmen Gespräche nicht mehr hat. Ja. Also wir würden dann das Mahnwesen einleiten. Aber ich als Unternehmer, Sie haben es eben angesprochen, möchte vielleicht nicht unbedingt, dass der Kunde sofort merkt, dass da eine Teva dahinter steckt. Genau. Und wenn Sie dann das Mahnungswesen einleiten, wäre es möglich, dass Sie das in meinem Namen tun? Nee, das müssen wir, also wir sind Forderungsinhaber, da kommen wir jetzt so in die gesetzlichen Geschichten rein. Ich kaufe die Forderung ja, damit gehört sie mir und damit muss ich auch, also ich muss sie auch haben, ich muss der Inhaber sein, um überhaupt mahnen zu können. Sonst müsste es der Unternehmer machen. Mhm. Wenn sie ihm gehört, kann er mahnen. Wenn sie mir gehört, muss ich mahnen. Aber wie gesagt,
immer in Abstimmung mit dem Unternehmer. Also wenn der sagt, ich will da lieber nochmal selber anrufen, dann sagen wir, dann ruf selber an, ist auch okay, gib uns Bescheid. Wie viel Sinn würde es machen, einen Servicebaustein zu programmieren, wo ich als Unternehmer das Mahnwesen, sag mal, noch direkter kontrollieren und steuern kann, über oder mit der TEBA zusammen? Er kann es eigentlich wunderbar kontrollieren, weil er kriegt von uns alles als Übersichten zur Verfügung gestellt. Also in dem Moment, wo wir wir schicken ihm eine Mahnvorschlagsliste, digital, und da kann er sehen, welche Kunden haben nicht bezahlt. Und dann muss er sich darauf natürlich rühren. Wenn er uns keine Antwort schickt, dann sagen wir, okay, Einverständnis, wir fangen an zu mahnen und die erste Zahlungserinnerung geht raus. Hier ist ganz wichtig für einen Unternehmer, wir sagen dann natürlich nicht, wir schießen da nicht mit Kanonen auf Spatzen, sondern das erste Ding ist natürlich eine freundliche Erinnerung, weil das kenne ich, das kennst du, man vergisst schon mal eine Zahlung zu machen. So, und dann steht da auch drauf, vielleicht haben sie es vergessen, aber die Rechnung gehört uns, bitte überweisen Sie. Ein Punkt, den wir noch gar nicht besprochen haben, der eingangs vielleicht schon wichtig gewesen wäre, in welcher Spannweite bewegen sich denn die Summen, mit denen ich dann als Handwerksbetrieb mit Ihnen zusammenarbeite? Mhm. Also ich nehme an, 500 Euro Betrag ist unattraktiv, 500.000 Euro wären vielleicht spannend für Sie. Nee, bei uns ist es so, also wenn wir zusammenarbeiten, dann muss uns der Unternehmer alle Rechnungen geben. Aha. Alle. Ja. Er reicht alle Rechnungen ein, ist für ihn auch ganz entspannt. Wir können sein gesamtes Debitorenmanagement dann übernehmen. Dann hat er wirklich nichts mehr damit zu tun. Also der schickt uns eine Rechnung über 10 Euro, der schickt uns eine Rechnung über 500 Euro, der schickt uns eine Rechnung über 50.000 Euro. Alle Rechnungen zu uns, wir kaufen an und wir überweisen am nächsten Tag das Geld. Was für Produktvorteile gibt es darüber hinaus? Da gucke ich doch mal eins weiter. Ja, das war hier auch so ein bisschen, also die Besonderheiten, ne? Ja. So vom TEBA-Factoring. Mhm. Also sagen wir mal so, warum sollte jemand überhaupt mit der TEBA zusammenarbeiten? Es gibt, ich glaube, über 200 Factoring-Anbieter, könnte ja auch irgendeinen anderen nehmen. Ja. Jede Bank kann es, im Prinzip könnte es jede Bank machen. Die Besonderheiten sind eben eingangs erwähnt, dieses stille Factoring. Das macht uns besonders, das macht fast niemand. Also die Factoring-Unternehmen haben da immer so Angst vor dem Risiko und die wollen sofort diese Abtretung. Mhm. Bei uns still, für einen Handwerker optimal. Für kleine bis mittlere Unternehmen, also normalerweise, wenn sie heute Factoring machen wollen, dann sagen die, ja, so 250.000 Euro muss da schon machen. Das haben natürlich ganz viele Unternehmer, aber manche sind auch kleiner. Mhm. Wir haben mal geguckt, wir haben Unternehmen mit 50.000 Euro Umsatz, die uns Rechnungen einreichen. Muss man sich natürlich fragen, ist es Liebhaberei oder Unternehmen? Aber sei es wie es sei, wir haben dann gesagt, dann sind wir auch offen und sagen, Unternehmen ab 50.000 Euro können bei uns ihre Rechnungen einreichen. Nach oben hin bis etwa 15 Millionen, wenn er 16 hat, geht auch. Aber wenn jemand sagt, Mensch, ich mache 50 Millionen, dann sagen wir, dann können wir unseren tollen Service, den wir so bieten, das wäre zu aufwendig für so ein Unternehmen, das schaffen wir nicht mehr. Dann gibt es andere Partner, die das besser können. Also ab 50.000 Euro. Wichtig auch, Unternehmer sagen dann immer, ja, aber ich stelle Rechnungen an Privatkunden. Jetzt habe ich gehört, im Factoring wird es gar nicht angekauft. Stimmt, außer bei der TEBA. Wir kaufen also Rechnungen auch an Privatkunden an. Und das kommt ja im Handwerk vor. Ne? Sie machen ja nicht nur Rechnungen für Unternehmer. Also gerade meine Leser, die kommen aus dem Sanitär-, Heizung-, ja. Kälte-Klimabereich, ja, die sind unheimlich viel im Privatkundenbereich unterwegs. Genau. Ja. Und da sagen eben viele, also Privatrechnungen würde nicht gehen, stimmt nicht, die TEBA kann es. Aber können übrigens also natürlich auch Unternehmen sein und öffentliche Hand. Wollen Sie uns erzählen, warum andere das nicht machen? Es ist ihnen zu unsicher, man kann Privatkunden eben nicht wirklich prüfen. Und ich kann die ja, also was wir natürlich nicht machen, wir nehmen da auch keine Schufa, weil die müsste ich ja unterschreiben lassen. Dann wäre es ja kein stilles Factoring mehr. Ja. Und dann würde der Unternehmen oder der Kunde, der Auftraggeber vielleicht auch sagen, oh, ich unterschreibe doch jetzt keine Schufa hier für das Ding. Also wir übernehmen dieses Risiko ohne Schufa natürlich, also bei uns muss auch keine Schufa unterschreiben und prüfen die Privatkunden eben über andere Systeme. Vielleicht ist der schon mal irgendwie bei uns aufgefallen, ist bei einem anderen, hat er nicht bezahlt, wie auch immer, dann können wir da eine Auskunft geben. Mhm. Und dieses Risiko, das trauen wir uns einfach zu und wir fahren damit ganz gut. Was auch ganz wichtig ist, also Export-Factoring, gut, lasse ich mal weg, aber könnten wir machen, wenn jemand sagt, ich arbeite im Ausland, können wir auch ankaufen. Mhm. Aber ganz wichtig, was macht uns so besonders im Handwerk und warum sind wir so stark im Handwerk, ist, dass wir Rechnungen nach VOB ankaufen können, also Werkverträge. Dieses Ding heißt Vertrags- und Vergabeordnung Bau, meine ich, ist die
das ausgesprochene Wort von VOB. Das wissen aber die Handwerker deutlich besser als ich, weil die damit jeden Tag kämpfen müssen. Und dann habe ich schon erlebt, dass mich Handwerker anrufen und sagen, ah, mein Hausbanker hat gesagt, Factoring geht bei dir nicht, weil ich mache ja VOB. Ja. Sag ich, nee, das stimmt, geht normalerweise nicht, aber die Teva kann es, wir machen das. Da scheuen sich alle davor, manche probieren es, geben es dann wieder auf und bei uns geht es eben. Mhm. Und dann sind die immer ganz glücklich und sagen, wenn ich das vor 10 Jahren gewusst hätte. Also jetzt wissen sie es. Das heißt, sie sehen mehr das Gute im Menschen als die anderen. Das ist wohl wahr. Okay. Ja, oder vielleicht trauen wir uns auch einfach mehr zu, ich weiß es nicht. Aber ich glaube, der Hintergrund ist einfach, bei uns hat das alles im Handwerk auch angefangen. Mhm. Also die Teva als Tochter von der Volks- und Raiffeisenbank hat sich das Geschäftsmodell irgendwann mal überlegt und dann hat man mit einem Handwerker angefangen. Mhm. Und hat dem gesagt, du, wie wäre das, wenn du heute eine Rechnung schreibst und morgen das Geld hat? Dann hat der gesagt, das wäre wie Weihnachten. Dann gesagt, gut, dann ist ab jetzt Weihnachten. Ja. Und wir kaufen deine Rechnungen an. Und im Handwerk ist VOB einfach der Standard. Mhm. Also ohne VOB geht es halt nicht. Ja. Besonderheit ist dann noch, dass wir eben 100% ausbezahlen. Also oftmals hat man im Factoring, man kriegt nur 80% der Rechnung ausbezahlt und auf den Rest muss man dann irgendwie warten bis zum was weiß ich, welchen Tag. Sankt Nimmerlein würde ich sagen. Bei uns kriegt er 100% abzüglich der Gebühr und alles ist gut. Ja. Und alles in einer All-Inklusiv-Gebühr? Alles in einer All-Inklusiv-Gebühr, ganz wichtig, genau. Keine versteckten Kosten. Steht hier auch nochmal als letzte Zeile. Wie lange gilt das denn? Also ich habe ja Verträge, Kündigungsfrist 12, 24 Monate. Genau. Und also bei Ihnen? Bei uns eine Besonderheit, komme ich auf die nächste Seite. Hätte man auch, Wahnsinn, wie viele Vorteile. Also, die Kündigungsfrist bei der Teva beträgt 3 Monate. Normalerweise im Factoring haben sie immer Einjahresverträge, manchmal auch 2-Jahresverträge. Dann bindet man sich und dann sind da auch nette Klauseln drin. Und wir haben uns überlegt, wir machen 3 Monate. Weil, wenn der mit uns nicht zusammenarbeiten will und das gefällt ihm nicht, dann ist es doch besser, wenn man sagt, einverstanden, du darfst gehen. Anstatt den da irgendwie zu binden und zu knebeln. Mhm. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich auch mit ein Grund, warum wir in der Tat die meisten Kunden in dem Segment haben, also über 1500 Kunden arbeiten mit der Teva zusammen, hat sonst kein anderes Factoring-Unternehmen, außer denen, die mit Ärzten arbeiten. Und ich denke, das ist einfach diese Fairness und dieses Sprechen auf Augenhöhe. Mhm. 3 Monate. Man muss dazu sagen, wenn er uns keine Rechnung mehr einreicht, ziehen wir auch keine Gebühr ein, denn es gibt bei uns keine, es gibt nur die 3,5, sonst gibt es nichts. Genau. Gut. Ja. Okay. So, was bieten Sie denn noch Tolles dazu? Also, Branchenausschlüsse kann ich hier weglassen, weil wir sprechen ja über das Handwerk. Ja. Also das Handwerk ist nicht ausgeschlossen. Gut. Außer die Generalunternehmer des Bauhauptgewerbes, wird vielleicht heute keiner zugucken, aber die wären ausgeschlossen. Mhm. Warum? Weil die Subunternehmerketten hinten dran zu kompliziert sind? Ja, und weil es ist ein bisschen ein schwieriges Geschäft mit diesen Generalunternehmern und also wir haben uns auch da davon verabschiedet mit Generalunternehmen. Also nach dem Satz werden Sie hier auch keinen gewinnen heute. Nein, und das ist auch in Ordnung. Also was aber ganz wichtig ist, es gibt eine persönliche Betreuung. Das kennt man eigentlich aus dem Volks- und Raiffeisenverbund sowieso, aber oftmals ist es ja so, Sie rufen irgendwo an und dann ist heute Frau Müller und morgen Herr Meier und das nächste Mal ist irgendwer anders anonym dran und die kennen mich alle nicht. Und ich muss denen zum 5. Mal erklären, warum der Kunde diesen Abzug gemacht hat. Und das nervt entsetzlich. Mhm. Und bei uns ist immer, in dem Fall jetzt als Beispiel, die Frau Müller dran, die sagt, ah Mensch, ja klar, haben wir doch gestern drüber geredet. Ja, weiß ich ganz genau. Wie geht's denn der Frau? Was weiß ich, wie geht's denn dem Hund? Fährt das neue Auto? Mhm. Also bei uns ist dieser persönliche Kontakt einfach da. Mhm. Und das ist ganz wichtig, sowohl im Innen- wie auch im Außendienst. Und was ganz wichtig ist, wir haben eine sehr hohe Kundenzufriedenheit. Mhm. Wir fragen immer alle 2 Jahre unsere Kunden. Klar, wir sind Bank, wir müssen natürlich alle Regularien einhalten. Ich glaube, das gehört auch dazu. Und wir machen das über ein unabhängiges Unternehmen. Also wir füllen den nicht selber aus. Alle Außendienstler machen 20 Zettel, sondern es macht ein Unternehmen in Nürnberg. Übrigens digital. Gut. Ja, also nicht auf dem Papierweg. Und wir kriegen eine sehr gute eine hohe Quote, die da antworten. Und die Kundenzufriedenheit am Schulnotensystem hier 1,6. Und das ist immer ganz nett, weil der Unternehmer, Rogator heißen, die sagen dann immer, ich weiß gar nicht so recht, was ich euch raten soll. Also was könnt ihr denn besser machen? Ihr macht irgendwie offensichtlich alles richtig. Das stimmt so nicht ganz. Mhm. Also Teva ist nicht unfehlbar. Auch uns passieren Fehler. Und an der Stelle für jeden, den wir schon mal gemacht haben, muss ich mich auch entschuldigen. Wir arbeiten daran, sie besser zu machen. Aber auch das ist natürlich dieses Offene und Transparente. Wir stehen dazu, wenn uns mal was passiert, entschuldigen uns dafür, räumen es auf und machen es beim nächsten Mal besser. Und das
honorieren die Kunden mit einer 1,6. Mal zurück zum Thema konkrete Rechnung. Ja. So, also wir wissen, das geht papierlos. Wir wissen, es gibt einen Zusatz, der relativ schmal gehalten ist. Mhm. Ja. Was muss ich darüber hinaus beachten? Und eben haben Sie genannt, es müssen alle Rechnungen eingereicht werden. Genau. Warum genau. ist das so? Also, wenn das nicht der Fall wäre, würde uns der Unternehmer natürlich nur die schlechten Rechnungen geben. Also so, würde ich auch so machen. Da, wo er weiß, die Kunden sind schwierig. Genau, die er zahlt sowieso nicht, die gebe ich der Teva. Das könnten wir natürlich machen, das Geschäftsmodell, aber dann müsste ich wahrscheinlich 35% nehmen und nicht. Also dann bin ich im Bereich Inkasso. Ja. Und so sagen wir, bitte gib uns alle Rechnungen, hat aber für ihn auch den Vorteil, er muss sich eben nicht mehr um das Debitorenmanagement kümmern und er muss sich nicht mehr ums Mahnwesen kümmern. Und in vielen Betrieben ist es ja dann so, dass vielleicht sogar die Ehefrau das am Wochenende alles macht, dann hat die auch wieder frei und freut sich, kann vielleicht bei so einem schönen Wetter auch mal an See fahren. Ja, weil es einfach schneller und einfacher ist. Genau. Gerade ist ein wichtiges Wort gefallen, Inkasso. Grenzen Sie sich doch mal ab, Factoring und Inkasso. Genau. Wo ist der Unterschied? Also beim Inkasso ist es ja so, da gebe ich eine Rechnung, die, die ausgefallen ist, wo mir jemand nicht bezahlt, gebe ich einem Inkasso-Unternehmer. Und der kümmert sich dann darum, dass die eingetrieben wird und man kriegt halt dann irgendeine Quote. Mhm. So, beim Factoring gebe ich ja von Anfang an dieses ganze Debitorenmanagement, also die guten wie die schlechten, ich weiß ja noch nicht, ob sie schlecht sind, gebe ich einem Unternehmer und der kümmert sich um alles. Die Teva ist da der Kümmerer. Mhm. Ich muss also mich nicht nur mit diesen schlechten rumärgern, sondern ich kann dem mein ganzes Geschäft geben und kann sagen, liebe Teva, ab heute kann ich ruhig schlafen, weil ich weiß, du kümmerst dich drum. Wenn dann das Mahnverfahren nicht fruchtet und Sie haben einen Inkasso-Fall, geben Sie den ab oder behalten Sie den? Nee, den behalten wir. Ja. Ist auch ganz toll. Also die Teva hat eine recht große Rechtsabteilung, ist ein Service für unseren Kunden, wo wir uns eben darum kümmern, auch diese Fälle dann selber durchzusetzen. Also wenn da am Schluss auch ein Titel erwirkt werden muss, machen wir. Wir halten den auch aufrecht und gucken, dass wir das Geld irgendwann kriegen. Mhm. Wichtig, der Unternehmer wird dann aber immer nicht in Regress genommen. Mhm. Gut. Zurück zum Thema Rechnung. Was muss ich noch beachten? Bei der Rechnung, also die Rechnung muss natürlich All-Inclusive-Gebühr einhalten von Leistungen, Voraussetzung für den Rechnungsankauf. Also wichtig ist, die Rechnungen müssen frei von Rechten Dritter sein. Was bedeutet das? Am Anfang der Zusammenarbeit müssen wir immer klären, das haben viele Unternehmer und wissen es nicht, sie haben oft so eine, das nennt sich Globalabtretung, Zession mit der Hausbank. Die fordern die gerne ein, damit sie eine zusätzliche Sicherheit haben. Also dieses Recht müssen wir bekommen. Kriegen wir auch in der Regel, muss der Unternehmer mit seiner Hausbank reden, kann uns gerne mit dazu nehmen. Dann geben die frei, wenn die wissen, dass Factoring vereinbart wurde, weil sonst kann ich sie nicht ankaufen. Wenn die Rechnung der Hausbank gehört, gehört sie ja schon der, dann kann ich sie nicht kaufen, weil ist ja nicht meine oder ist nicht seine. Mhm. Die Laufzeit darf nicht länger als 120 Tage sein. Der Rechnung, also es ist eh extrem lang, muss ich sagen. Früher waren es mal 90, wir haben es jetzt auf 120 ausgedehnt, Rechnungslaufzeit. Und die Bonität und die Seriosität des Anschlusskunden muss gewährleistet sein. Also wir gucken uns den an, wir prüfen den, wir machen eine Bonitätsprüfung, die übrigens auch in der Gebühr mit drin ist und die natürlich digital läuft. Da kann es natürlich vorkommen, dass auch mal ein Kunde geprüft wird, wo wir sagen, können wir nicht machen. Dann würden wir dem Unternehmer aber, Vorteil für ihn, sagen, die Rechnung können wir nicht ankaufen. Wir raten zur Vorsicht. Also idealerweise lässt er das natürlich prüfen, bevor er den Auftrag macht. Den Gedanken hatte ich auch gerade. Wäre das nicht ein Servicebaustein für Sie, zu sagen, lieber Kunde, gib uns vorher Bescheid, für wen du arbeiten willst, zum Beispiel ab Summe X, 50 oder 100.000 Euro und prüf doch vorher mal. Ganz genau, und das machen wir auch. Gut. Ist auch in der Gebühr alles mit drin. Also wir sagen immer, in der Regel so bis 1.500 Euro, schick uns einfach deine Rechnung, alles ist gut. Also sonst wird es auch zu aufwendig für ein Unternehmer. Aber wenn der jetzt ein größeres Engagement hat, 20.000 Euro vielleicht oder deutlich höher, dann sagen wir, schick uns bitte vorher eine Anfrage. Wenn du es nicht machst, kaufen wir wahrscheinlich auch an, aber es kann auch passieren, dass wir ablehnen, weil wir sagen, mit wem arbeitest du denn dort zusammen? Die kriegen wir nie das Geld von dem. Also schick uns vorher eine Anfrage, wir prüfen. Und dann hat der Unternehmer die Sicherheit, dass er sagen kann, ich kann den Auftrag durchführen, die Teva kauft an. Oder aber wir sagen, wir raten zur Vorsicht, dann weiß er, bei dem bitte nur mit Vorauskasse, sonst kriegt niemand auf dieser Welt sein Geld. Wie lange dauert diese Prüfungsschleife? Es geht in der Regel innerhalb eines Tages. Also das ist jetzt anders, wenn man heute bei so digitalen Bankprodukten guckt, geht es ja oftmals so im Minutentakt. So schnell sind wir leider noch nicht, aber bei einem Engagement von 20.000 Euro hat man in der Regel auch die Zeit, dass man das prüfen kann. Gut. Genau. Und das ist alles in dieser einen Gebühr von 3,5% enthalten. Das heißt, wenn ich einen Auftrag von 50.000 Euro abwickle, liege ich bei 1.750 Euro, die Sie bekommen. Ganz genau.
Ja gut, die kann ich ja ab einer gewissen Größe spielend eigentlich draufschlagen. Ich schaue mal ins Publikum, allgemeines Nicken. Ja, kriegen Sie das unter? Noch 2.000 Euro mehr bei einem 50.000 Euro Bart? Ja, zögerliches Nicken. Okay. Gut. Also man kriegt vielleicht, ich höre oft viele sagen, es hängt ein bisschen auch natürlich von der Branche ab, die sagen, ich schlage es einfach drauf und es funktioniert. Man kann natürlich auch einen Großteil der Gebühr über das Skonto ziehen wieder reinholen. Mhm. Denn das, was mir vorher nicht gelungen ist, ich konnte kein Skonto ziehen, weil ich einfach die Liquidität nicht gehabt habe. Ich hätte es gern gemacht, aber kann es nicht zahlen. Das kann ich natürlich jetzt machen. Und je nachdem, was mir mein Lieferant für Skontosätze anbietet, kann ich die Gebühr da natürlich sehr, sehr gut zum großen Teil wieder reinholen. Fürs Material, muss man natürlich sagen. Aber gut, okay. Nun haben wir sehr viel über Factoring und Theba gesprochen. Mhm. Es ist noch ein sehr neues Feld für die Handwerksunternehmer da draußen. Können Sie uns ein bisschen allgemein zur Branche was erzählen, wie die sich entwickelt hat? Mhm. Und es ist ja eigentlich nichts Neues, aber es wird jetzt auch fürs Handwerk interessant. Absolut, genau. Ich gehe mal über das hier durch. Also vielleicht noch ganz kurz. Eine Sache vielleicht vorher noch. Darf ich die vorher erwähnen? Bitte. Weil das interessiert vielleicht den Handwerker. Dann komme ich zu den Daten. Stimmt, wie trifft man sie? Genau, was macht man denn jetzt eigentlich? Also Sie haben Interesse, Theba Factoring finde ich gut. Würde mich interessieren, wie gehe ich weiter vor? Wir haben bundesweit 14 Factoring-Berater. Man vereinbart einen Gesprächstermin mit dem vor Ort, der erklärt nochmal alles. Wie läuft es genau? Wie macht es die Theba? Hat auch Beispiele dabei. Dann sagt der Unternehmer, im schlimmsten Fall, nee, interessiert mich doch nicht, habe ich mir was anderes drunter vorgestellt. Dann verabschieden wir uns, es entstehen keine Kosten, ganz wichtig. Denn es gibt Unternehmen, die berechnen das schon, machen wir nicht. Wir sagen dann, na, wenn es nichts für Sie ist, vielleicht kennen Sie jemanden, dem wir es empfehlen können, freuen wir uns drüber. Ansonsten sagt der vielleicht, also hoffentlich, nee, finde ich toll, ist genau das, was ich gesucht habe. Mhm. Dann sammeln wir mit dem verschiedene Unterlagen zusammen, eine offene Postenliste, eine BWA, also betriebswirtschaftliche Analyse, machen daraus einen genehmigungsfähigen Fall. Der Berater schreibt seinen Bericht und dann kriegt der Unternehmer von uns ein konkretes Angebot. Also wir machen es auch nicht so, dass wir einfach sagen, du zahlst 3,5% und am Schluss stelle ich fest, das geht gar nicht. Oder du kriegst 2,5% einfach mal so und wenn es dann nicht geht. Also ich sage das deswegen, es gibt Unternehmen, die werfen dann mit Konditionen um sich, dann unterschreibt der einen Vertrag, dann sagen die, wir erhöhen jetzt die Gebühr, aber du hast kein Sonderkündigungsrecht. Herzlichen Glückwunsch und du bist 12 Monate bei uns. Finde ich nicht so toll. Wir sagen immer, nee, wir machen es konkret, wir prüfen, dann kriegst du dein individuelles Angebot irgendwo um die 3,5, vielleicht auch günstiger, wenn er größer ist. Und dann unterschreibt er den Vertrag und ab dem Moment kann er uns Rechnungen einreichen. Also das ist der Weg, ganz unproblematisch, immer mit einem persönlichen Gespräch. Das ist uns sehr wichtig. Wir wollen, dass der uns kennenlernt. Wir wollen, dass wir ihn kennenlernen. Und das Gespräch ist immer auf Augenhöhe. Das persönliche Gespräch ist wahnsinnig wichtig. Ja. Es gibt aber auch eine unpersönliche Seite, die mir gerade so durch den Kopf schießt. Ja. Und zwar das Thema Datensammeln. Ja. Sie wissen, was Handwerker in bestimmten Gewerken für bestimmte Leistungen abrechnen. Ja. Sammeln Sie die Daten? Sie könnten dann Vergleiche erheben, schauen, in welcher Region wird welche Leistung zu welchem Umsatz verkauft. Ja. Vielleicht können Sie einem Handwerker sogar sagen, sein Stundenverrechnungssatz ist zu niedrig und ihm da noch ein bisschen betriebswirtschaftlich unter die Arme greifen. Ja. Also was wir nicht sind, wir sind keine Unternehmensberatung, muss man sagen. Wir geben schon mal einen Tipp, wenn uns was auffällt, aber das ist nicht unsere Baustelle, da gibt es andere, die können das deutlich besser. Wir müssen die Daten natürlich so lange sammeln, bis die Rechnung bezahlt ist. Mhm. Also ist vielleicht eine gute Idee, müsste man ja drüber nachdenken. Forum heißt ja digital. Wir machen das heute nicht. Also wir kaufen wirklich nur die Rechnung an und zahlen ihm das Geld aus und gut ist. Also wir analysieren da nicht im Hintergrund irgendwelche Geschäftsmodelle oder sonst irgendwas. Theba ist einfach Factoring. Das ist unsere Baustelle. Ja. Da sind wir gut. Und alles andere, ich sage immer Handwerker oder Schuster in dem Fall, bleib bei deinen Leisten. Ja, schön. Und Factoring gibt es schon sehr lange. Ja. Ne? Nur es blüht jetzt erst auf. Genau, also Factoring ist ja, ich glaube, irgendwann in den 50ern entwickelt worden. Oder in den 50ern ist es populär geworden. Es gibt es eigentlich schon viel länger. Ich habe ein paar Daten zum deutschen Factoring-Markt dabei. Und da gucke ich jetzt mal hier drauf, weil ich die auch alle nicht auswendig weiß. Außer, dass es ein wachsender Markt ist. Das weiß ich sehr wohl. Und ich weiß, dass wir stärker wachsen als der Markt. Das freut uns natürlich. Gibt es da Gewerke, die eher zum Factoring neigen wie andere? Also bei uns, wir bilden alle Branchen ab. Man muss sagen, es gibt es in allen Branchen. Ganz stark sind natürlich die Ärzte. Ich glaube, es gibt keinen Arzt, der es nicht macht. Machen wir aber nicht. Ja. Also wir sind nicht der Ärzte-Factorer. Die werden vielleicht heute aber auch nicht zugucken, die Ärzte. Wo wir sehr stark sind, ist einfach im Handwerk, muss man sagen. Und wo da im Handwerk? Also sind Dachdecker eher bei Ihnen? Schreiner?
alles durch die Bank, wirklich, muss man echt sagen, alles, was kein Generalunternehmer ist, findet bei uns wirklich den Hafen, in dem er dann seine Rechnungen bearbeiten lassen kann. Okay. Genau. Also gibt, hier steht es auch nochmal, 186 Factoring-Institute. Boah. Es ist ein regulierter Markt durch die BaFin. Das ärgert uns immer, also das heißt ärgert uns, es ist natürlich toll, dass es reguliert ist und dass die BaFin guckt, aber es ist auch ein Haufen Arbeit, muss man echt sagen. Und manchmal sagt dann auch ein Unternehmer, braucht er das wirklich? Und wir sagen, ja, wir nicht, aber die BaFin will es. Also wir müssen leider gucken. Bei den 186 sind da auch die Regionalvertretungen der Volks- und Raiffeisenbanken, die einzelnen Kreissparkassen mit eingerechnet? Nee, die haben in der Regel einen Factoring-Partner, der es für sie macht. Also so wie wir ein genossenschaftliches Institut sind, haben die eigentlich auch irgendeinen Partner, der mit ihnen zusammenarbeitet. Dann finde ich, ist das ganz schön viel. Ja, absolut. Muss man echt sagen. Und das ist vielleicht auch der Vorteil, wenn ich jetzt, ich interessiere mich fürs Factoring und von den 186 sagt die Mehrzahl VOB-Factoring, Privatrechnungen können wir nicht. Ja, dann ist man irgendwann frustriert. Ich würde wahrscheinlich als Unternehmer auch nicht 186 Unternehmen anrufen, da kriege ich irgendwann die Krawatte. Ja, also deswegen ist es schön, wenn ich weiß als Handwerker, es gibt jemand, der VOB wirklich macht und Privatrechnungen. Muss ich nicht 186 durchrufen, die mir dann alle sagen, machen wir nicht. Genau. Ungefähr 44.000 Kunden machen das in Deutschland, ungefähr 8,4 Millionen Debitoren, also Rechnungsempfänger, arbeiten heute mit Factoring zusammen und das größte Volumen, das nennt sich Inhouse-Factoring, ist eine spezielle Form des Factorings, die aber nur von großen Unternehmen gemacht wird. 8,4 Millionen Kundendaten liegen bei Factoring-Anbietern. Wenn man so will, ja, genau. Wie sieht es denn da aus mit dem Thema Datenschutz? Also wir unterliegen natürlich dem Datenschutz, klar, DSGVO gilt auch für uns. Wir informieren unsere Partner und sagen den Partnern auch, bitte informiert in euren AGBs, dass ihr mit einem Finanzdienstleister zusammenarbeitet und unter Umständen die Daten eben weitergegeben werden. Das ist aber alles, was er machen muss. Also er muss jetzt nicht sagen, ich mache Factoring mit der Teva, sonst wäre es ja wieder nicht still, sondern dieser Hinweis reicht. Das ist an der Stelle, muss ich sagen, keine Rechtsberatung, sondern nur eine Empfehlung, weil ich darf keine Rechtsberatung machen. Genau, aber so ist es, genau. Verstanden, ja, genau. Danke. Also, Factoring in Deutschland, es wächst, also insgesamt internationales Inland-Factoring ist die graue hier und somit dann der Gesamt-Factoring-Markt. Wir in Deutschland ist, die Zahlen sind jetzt vielleicht nicht ganz so interessant, 241 Milliarden, aber ich finde immer spannend, eigentlich nur die Richtung zu sehen, dass es eben ein Markt ist, den er wächst, der eben wächst in Deutschland. Und die Entwicklung der Teva, also hier sieht man das Factoring gesamt, die blaue und die Teva, muss ich jetzt so sagen, mit gewissem Stolz, also wir wachsen besser als der Markt. Und ich finde, also ich sage es nicht nur, weil ich stolz drauf bin, weil das irgendwie dann arrogant klingen soll, aber ich finde, das wäre dann vielleicht der Partner, den ich mir suchen würde, wenn der es irgendwie besser macht als der Markt. So an der Stelle. Das ist im Handwerksunternehmen nicht anders. Ja, genau. Also, hier sieht man die Factoring-Quote in Deutschland, gemessen vom Bruttoinlandsprodukt. Das macht man immer, man vergleicht so oder mit anderen Ländern, wie ist denn bei denen die Quote, das gesamte Bruttoinlandsprodukt, wie viel wird denn davon mit Factoring gemacht? Das ist in Deutschland noch relativ gering, also da gibt es europäische Länder mit zweistelligen Zahlen. Es ist auch im letzten Jahr stabil geblieben mit 7,1%, aber wenn ich es mit den anderen Ländern vergleiche, sehe ich einfach, dass da vermutlich doch noch sehr viel Luft nach oben ist und dass es weiterhin ein wachsender Markt ist. Und es ist eben das Schöne, weil ich ja eingangs gesagt habe, wenn ich heute jemanden anspreche, Factoring, was ist das? Und der sagt, ich fakturiere ja. Also man sieht, dass es noch nicht so bekannt ist. Aber wir gehen mal davon aus, dass das eine Entwicklung nehmen wird bis Leasing. Das kannte am Anfang auch keiner und heute liest man sogar Privatautos und alles mögliche andere auch, muss man echt sagen. Wo wird Factoring gemacht? Welche Kunden machen heute Factoring? Also, die meisten Kunden, die blaue Linie hier vorne, über 92% der Kunden liegen im Umsatz von 0 bis 10 Millionen. Ja. Also man sieht, da sind die meisten Kunden. Ja. 10 bis 50 Millionen, relativ wenig Kunden mit einem hohen Umsatz. Der größte Umsatz, aber mit ganz wenig Kunden, ist natürlich im großen Segment. Also ich würde mal sagen, die ganzen großen Unternehmen machen alle Factoring. Wir sind da nicht der Partner, muss man sagen. Wir bewegen uns hier bei den Kunden, da können wir es sehr gut. Da gibt es die meisten Kunden, aber da gibt es natürlich kleinere Umsätze. Deswegen ist die Teva nicht der größte Umsatz.
Marktteilnehmer. So. Das heißt, es gibt verschiedene Factoring-Anbieter für verschiedene Prozesse im Vertrieb. Ja. Also die Industrie, die verkauft an den Großhandel und könnte theoretisch schon Factoring einsetzen. Machen sie auch. Der Großhandel verkauft ans Handwerk, könnte genau. da auch schon Factoring genau. einsetzen. Also mir könnte das Thema als Handwerksunternehmer auch von der anderen Seite begegnen. Ja. Oder tut es vielleicht sogar. Das tut's. Und wenn es dann eine stille Vereinbarung ja. ist, kriege ich es gar nicht mit. Genau. Also die, ja. Bei den großen Unternehmen ist es in der Regel kein stilles Factoring, weil es wirklich eine Besonderheit mhm. bei der Theba ist. Da steht dann in der Regel irgendein Abtretungsvermerk mhm. drauf. Sie zahlen schuldbefreiend bitte nur an. Aber ja, da wird es einem begegnen. Muss man mhm. mal drauf achten. Und wie gesagt, ich habe eingangs diese Ärzterechnungen erwähnt. Also jedes Mal, wenn ich eine kriege, steht da ein Abtretungsvermerk drauf. Oder ich kriege sie gleich ja. von dem Institut, ne? ja. nicht mehr vom Zahnarzt. Mhm. Ja. Gut. So. Genau. Also das war der deutsche Factoring-Markt. Ja. So in Kürze, was ich damit sagen will, ist, es ist ein wachsender Markt. Mhm. Factoring ist noch nicht ganz so bekannt als Finanzierungsform. Aber die Entwicklung wird in Richtung des Leasings gehen und das, glaube ich, kennt heute wirklich jeder. Und wir haben jetzt ungefähr eine Dreiviertelstunde was dafür getan, dass es so bleibt. Oh, lassen schnell so, vergangen. Ja, lassen Sie uns nochmal kurz zusammenfassen, ja. was wir jetzt eigentlich in den letzten 45 Minuten alles besprochen haben. Ja, danke schön, gerne. Also, abschließend vielleicht nochmal die Vorteile. Warum überhaupt Factoring? Also, ich kriege sofort Liquidität, ich kann meine Löhne bezahlen, ich kann die Finanzämter bezahlen, Krankenkasse bezahlen. Liquidität geht vor Rentabilität. Rentabilität macht mir keiner den Laden zu, bei der Liquidität eben unter Umständen schon. Ich habe keine Forderungsausfälle mehr, weil wir ja das Delcredere übernehmen in Form von Zahlungsunfähigkeit. Und da muss man immer sagen, der Rechnungsausfall geht ja immer vom Gewinn, nicht vom Umsatz. Also eine Rechnung, die mir mit 2.000 Euro ausfällt, sind nicht 2.000 Euro Umsatz, sondern 2.000 Euro Gewinn, ganz wichtig. Ich habe freie Mittel für die Investitionen im Betrieb, ich habe eine Zinsersparnis, ich habe die Auslagerung des Debitorenmanagements, ganz wichtig. Ich kann also wieder ruhig schlafen, ich muss mich nicht um die Mahnungen kümmern. Ich habe eine Entlastung des Kontokorrenzrahmens und ich habe letztlich sogar ein besseres Rating bei der Hausbank. Weil in dem Moment, wo die Forderungen aus meiner Bilanz verschwinden, wenn ich bilanziere, ist die Bilanzsumme natürlich kürzer und die Eigenkapitalquote damit höher. Also für den Interessierten, er kriegt auch ein besseres Rating bei seiner Hausbank. Das ist ein schöner Punkt, den haben wir noch gar nicht angesprochen. Stimmt. Das passt. Ja, genau. Sehr gut. Alexander, vielen Dank ja. für den kleinen Ausflug in das große Reich des Factoring. Vielen, vielen Dank. Wir Gerne. Machen jetzt 15 Minuten Pause. Um 9:00 geht es weiter mit der Zukunftssession. Bleiben Sie gespannt. Dankeschön. Danke. Wohin gebe ich das? Okay, gut.